Wieder, Leute! Gibt's ja nicht! Alles das noch einmal! Nicht. Das gibt's ja nicht, mir reicht schon langsam, wisst ihr das eh, Leidl? Genau die gleiche Stelle, ja. Ich sehe es schon. Ich sehe, wohin das führt. In den Wahnsinn. Wahnsinn. Hör auf, dieses zu singen, sonst muss ich dich hab leider nichts erschießen. Gesagt. Horst, sie wird jetzt gebannt vom Stopper. Nö, ich bin nur besoffen, ich darf das. Ah, wartet mal kurz. Der ist safe gar nicht mehr besoffen. Mittlerweile. Doch noch. Ranzig. Ja, gekommen doch. Ranzig. Ich komm nicht in den Nether rein. Jetzt wieder. Jetzt hat er bei mir den Block wieder aufgebaut. Also er scheint sich wirklich tatsächlich hinlegen zu wollen, der Server. Ja. Anscheinend. Jetzt brauche ich... Ach Gott, Leute. Leidl. So. Leidl von Heilen. So, beim gleichen Stern nachher dann wieder, wetten wir. Zum dritten Mal fülle ich den Ofen mit Stein. Zum dritten Mal baue ich die Karotten ab. Ja, liebe Zuschauer, dieses ist ja Minecraft Server 1.17. Mhm. Wie der Gronkh sagen würde, alles gefixt. Alles gefixt, ja. Alles gefixt, natürlich. Das B in oder Minecraft ist bugfrei. Oder wie Todd Howard sagen würde von Bethesda Softworks, it just works. It just works, ja. Ja. Das ist ja inzwischen auch schon so ein... Ah, so weit war ich noch nie. So weit war ich noch nie. Ja, ich habe gerade meine Karotten wieder angebaut und... Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich so weit schon war. Ich war es noch nicht so weit. Ich habe schon mehr Steine als vorhin abgebaut. Wow. Wahnsinn. Dafür wird es dich gleich eine halbe Stunde in die Vergangenheit schicken, weißt du? Nö. Warum hörst du dich eigentlich, wenn du das sagst, nö, warum hörst du dich dann immer an wie Meister Röhrig? Weil ich das nachspiele. Meister Röhrig, auf der Baustelle, wo alles explodiert ist, so? Genau, ja. Mir ist bang. Du, ich glaub, die Russen sind doch. Ich will noch Hus. Ja. Also das ist die Sache, wo Werner seine Gasbombe baut, ne? Das ist neben der Sache mit dem Fußballspiel. Also ich mag ja kein Fußball, aber diese Sachen mit Fußballspielen, wo er dann halt den Ball unten auf den Marktplatz wirft. Oder da auf dem Campingplatz. Genau, ja. Das sind einfach die schönsten Sachen. Also mal gucken, wie spät es ist. Ich guck mal kurz in die Flasche, wie spät das ist. Genau, ja. Und ich spielt so und so Süderbrarup gegen Holstein-Kiel. Holstein-Kiel. Ja. Das ist so cool, ja. Tor! Unglaublich! Diese Stimmung hier im Stadion. ja, das sind... Ich brauche Geschweine. Immer wieder. Was fehlt denn jetzt? Ach so, ich weiß schon, was fehlt. Ihr braucht es mir gar nicht zu sagen, liebe Leitern. Vor allem mal so still hier. Ja, ich habe gerade gefurzt. Ja, ach ja. Und die Welt hält den Atem an. Genau. So. Gibt es eigentlich noch was Schlimmeres als eine Biogasanlage? Ja, oh ja, eine Horstanlage. Nö, ja, das schon, aber da gibt es ja eine Kläranlage, ne? Ebenso, neuer. Ja. Kann schon mal passieren. Ich hab da komplett alles weggebaut hier. Ich brauch unbedingt urviele Basalte. Urviele? Ja. Urviele.
Ur ist irgendwie so eine Steigerungsdings, ne? Irgendwie genau. So ein Steigerungsding. So wie Seas, so wie Seas. Ja, ja. So wie Urleiwand. Leiwand heißt toll, genau. Und ja, genau. Urleiwand heißt sehr toll. Sehr toll oder unglaublich toll. Ja, genau. Urleiwand. Aber es sind echt solche Worte, die gibt's nur, in Ösiland, also ja, die genau, Formulierung. Ja. So, ich brauche. Ich habe sie nicht alle im Kopf, aber ich habe da noch über so ein paar andere Sachen gelesen. So, ich mach mal kurz Timeset, ne? Jupp. Ich bin gerade im Nether. Und, ja. mir brennt schon der Peter. Ah! Oh, nein! Oh, Verbindig verloren. Leute, wollen wir weitermachen oder wollen wir aufhören? Naja, fuckt halt ein bisschen ab, wenn der Server die ganze Zeit einen Geist aufgibt. Wir versuchen es noch einmal und wenn er dann, dann wieder nach 10 Minuten in die Knie geht. Ich werde auch langsam wirklich müde. Ja, ich auch, ja, ich auch. Das gebe ich zu. Das gibt dazu. Das gibt dazu. Aber. Halb vier in der Früh, Leute. Wir machen ja schon seit 9. Ja. Na gut, der Chaos und der Honk, die machen schon seit 8, oder? Jo. Ja, kann man so sagen. Ja, so jetzt heute wieder. Jo. Wollen wir sehen, wie weit uns jetzt zurückschmeißt. Honkreich. Oh, das geht sogar. Das geht. Na denn, dann fuckt das ja nicht so ab. Cool, ne? Jawohl, ist wieder gespeichert. Nicht so ranzig. Nicht so ranzig, ja. Genau. Ja, sehr akzeptabel. Ja. Aber jetzt sind die Steine so blöd. Verschwinden wieder und kommen wieder hin, dann gehen sie wieder weg. Ui, das ist nicht gut. Wir haben Angst vor dir. Ja, voll. Ich bin ja der Horst, die müssen Angst haben vor mir. Nö, eigentlich nicht. Ach ja. Also ich habe vor dem Horst die Angst. Ich auch. Immer. Ich habe jedes Mal, wenn ich mir in den Spiegel schaue. Ja. So, Time. Da ist er mir eben abgestürzt, als ich Timeset machen wollte. So. Jetzt ist er da. Zieht ich auf 1000 gesetzt worden. Das ist so ein cooler Schwitzer. Ah. Ich muss das nächste Mal boarisch einstellen. Das gibt's auch. Ah, das gibt's auch, gell? Ja, natürlich. Ja, das ist cool. Das werde ich jetzt machen. Dann werden wir gleich Horsti noch mehr vor Freude quieken hören. Simrak, was? Boarisch. Bosanska Bosna, Bresonek, Breitz. Boarisch, Bayern. Jawohl! Sorry, Leiber. Fertig! Erfreut er sich. Fertig! Fertig! Zurück zum Spui! Da, die haben das mit Spui und so weiter. Spui. Wir haben Spü in Österreich und in Bayerisch sagt man Spui. Cool. Ja. Wie heißt denn die Spitzhacke jetzt eigentlich? Eisenkrumpen. Ja, Eisenkrumpen, das ist ja geil. Das ist ja geil. Das ist ja cool, Leibern. Akazienholzbretter. Erden. So, Lektern. Wie Bruchstor. Geht der denn? Okay, Nitterack. Sattel, Sattel. Backne Kartoffel. Backne. Backne Kartoffel. Ja, das ist gut. Das ist gut. So, habe ich hier noch ein Bücherregal rumliegen irgendwo? Ja, Leute, ich weiß, es ist Fahrt. Aber wie sagt der Honk auch immer so schön, wenn ihr das nicht wollt, das wenn es so langweilig ist, dreht's weg, tschüss, Ende, fällt's nicht. Es ist einfach so. Es ist Minecraft. Nein, viele Leute checken einfach nicht, was Minecraft eigentlich wirklich ist. Ja. Da gibt's nicht nur Spannung. Ja. Ja, genauso wie mit RPG. Es gibt ja auch viele Leute, die kein RPG Let's Playen, weil sie halt die Langwierigkeit fürchten und halt fürchten, dass ihre Zuschauer weglaufen. Ne? Ja, das ist, wie gesagt... Ja.
Ich hab in der vergangenen Minecraft-Folge von mir habe ich eh erzählt. Lasst einfach die ganzen Abonnenten, abonniert mich erst gar nicht, habe ich gesagt, ja. Die brauchen mich gar nicht abonnieren, wenn sie eigentlich eh darauf hoffen, dass ich sie zurück abonniere. Das ist ja so. Ah ja, das ist ja sowieso, diese ganzen Abo-Jäger, das ist schon eine richtige Pest. Nö, die abonnieren dich, na pass auf, was bei mir ist, die abonnieren dich, ein, zwei Tage später, wenn sie merken, ich abonniere sie nicht zurück, deabonnieren sie mich wieder. Ich meine. Ja, das ist normal. Das ist das lächerlich. Deshalb habe ich heute in meinem Minecraft-Let's Play gesagt, dann abonniert mich erst gar nicht, weil ich mache das nur dann, ich abonniere nur, wenn mir ein Content gefällt, fertig, aus, Punkt. Sonst nicht. Ja. Ja, das ist ja auch normal. Ja, für viele anscheinend aber auch nicht. Schaut. Ja. Oder für einige halt. So, ich habe keine Spitzhacken mehr. Und am lustigsten finde ich halt, oder am nicht so lustigsten finde ich ja halt diese Leute, die halt auf deinen Kanal kommen und kommentieren so in der Sache so von wegen, tolles Video, toller Content, ich spiele auch übrigens Minecraft, kannst ja auch mal, oder ihr könnt ja auch mal bei mir vorbeischauen, ne? Ja, so voll, ja. Halt dann auch nur, ne? Wahnsinn. So, jetzt habe ich mich total vertan, Moment. Ich meine, gut, dann schau ich mal vorbei, schau mal an, was der macht, das ist okay. Und wenn es mir gefällt, dann ja, cool, super, wenn nicht, dann, ne, aus. Ja. Also. Warum habe ich kein. Ach, Scheiße. Entschuldigung. Ist so. So, jetzt habe ich Basalt, ja, passt. So, ich gebe. Da gehen wir zurück, ja, gut. Also nicht wundern, der ich habe ein ganz großes Loch in den Nether gemacht, aber egal. Du hast ein Loch in den Nether gemacht. Ja. Nö, nur drinnen ich weiter. Aber ein Kicker. Oh. So, dann mache ich mal weiter. Ja, wenn ich jetzt nämlich schon im Netherraum bin, dann mache ich auch gleich den Nether ein bisschen weiter. Also das Portal, Entschuldigung, das Nether-Portal. Ich muss unbedingt. Warte mal, hab ich denn noch. Nö, Papier habe ich jetzt nicht mehr auf Taschen. So, ja. Werd dann in 10 Minuten, würde ich einmal sagen. Würde es dann für heute lassen. Na, in 10 Minuten circa? Ja. Ja, das könnte man so machen. Weil ich bin in 10 Minuten eigentlich durch mit dem Video. Passt das ja. Ja. Weil noch eine Stunde anbrechen jetzt oder 20 Minuten oder sowas, das ich weiß nicht. Ich bin schon müde und. Ja, das geht mir langsam auch so. Das kann ich verstehen. Ja, wir sind schon alte Männer, Leute. Na, außer einer. Ja, er ist auch schon alter Alphons. Ich habe ja noch gar nicht die Bratwürste verteilt. Komm mal her. Du bist doch jetzt mittlerweile schon 60, 16. Alfons, ja. Ja, ich bin gerade erst 12. Ich bin gerade erst 5, Leute. 7. Er will mit mir traden. Ah, das ist ja schön. Wer tradet mit dir? Ich. Mein Kartografer will mit mir traden. Der will mit mir Papier traden. So, nächster Basalt am Start. Ich habe einiges an Basaltes abgesammelt, Leute. Jawohl. Leute, das so ist es. Von heute. Leute, von heute und nicht von morgen. Und nicht von gestern und nicht von Western von gestern. Ich finde irgendwie komisch, dass wenn man den Basalt legt, ja, dass das irgendwie dann verschieden ausschaut, die Steine. Aha. Das finde ich beim Basalt nicht so gut. Wo ist denn der Kartografierer jetzt wieder hin? Hallo Kato, wo bist du Kato? Kato! Kato! Ja, Kato, der rosarote Panther. Die Filme fand ich auch immer ganz geil. Der arme Kato, was der immer alles aushalten musste. So, da gebe ich den restlichen Basalt rein. Ende. Zack, zack.
So, ich werde mir aber den Schwarz, den Schwarzstor. 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 Und Bruchstor. Für lustige Sachen, ey. So. Eisenbarren oh. Heißt das aber auch. Glos. Ohr. Nein, Ohr. Ohr. Das Ei heißt Ohr. Okay. Oh. Netarak. Rein da. Alles was. Ich schau nochmal komplett durch jetzt einmal. Ja, passt. So, ich gehe wieder nach Hause. Das war. Kartografierer. Kartografierer. Kann ich ein Buch Bane of Anthropods kaufen? Wie geht das denn? Habe ich gar keine Ohrs mehr. Ohrer. Die Mehrzahl bei Ohr. Ein Ei, so auf Borisch. Ohr. Wie ist auf Borisch die Mehrzahl von Ohr? Hä? Ohr, Ohr, Ohr. Ohr, Ohr, Ohr. Was? Leute! Also Leute, an mein Publikum, wisst ihr auf Bayerisch, wie man ein Ei, sagt man ja Ohr, und wie die Mehrzahl von Ohr ist? Mehrere. Orlis? Orlis. Orlis, ach wie süß. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Orlis. Ah, Ohr, Ohr, Ohr. Das heißt ja Ohr, Ohr, ein Ei. Ich hab auch ein Savannen Kind bekommen hier. Oh, wie schön. Savannis. Ja. Ja, das wird dann auch so schön zukünftig werden. Hoffe ich halt. Ah, da ist wieder alles gewachsen, Leute. Wo ist denn der Waffenschmied hin? Ich werde meine ganze Erde mal hier reingeben. Ja, da habe ich eh schon einiges weitergebracht, seitdem ich hier bin. Genau, in die Küche gehen. Da ist der andere Dorfbewohner hin. Da gebe ich meine ganzen Orlis ein, ne? Bruchstor. Ich hatte hier doch eben einen Dorfbewohner. Ich glaube, ich muss die doch einsperren. Okay. Sonst gehen die mir auf den Sack. Ja. Mach das. Sag mal, wo ist dieser eine Dorfbewohner hin? Verschwinden hier welche? Nee, die können hier nicht raus. Du kommst hier nicht raus. Du kommst nicht raus, Junge. Ja, Junge. Die stehen hier alle. Nicht alle. Alter, die wollen mich ärgern. Die laufen hier alle durcheinander. Geht ja gar nicht. Ja, ich werde die ganzen Steine hier reingeben. Die Storne. So. Storner. Voila. Eura, was? Na, keine Ahnung. Was ist der Eier? Ein Ei. Ich rätsel noch immer. Was heißt mehrere Eier? Auf Bayerisch. Das gibt's ja nicht. Keine Ahnung. Das ist unglaublich. Ja, ich kann schon wieder abernten, Leute. So, ich nehme mal eine Axt und eine Schaufel. Dann nehme ich noch eine Schaufel. Ich kaufe gerade Steinschaufeln. Wie heißt der eigentlich auf Sächsisch ein Ei? Ei. Also auch Ei. Ei, okay. Jo. Ja. Eye of the Tiger. Eye of the Tiger. Das ist so bescheuert. Ja, ich kann wieder abernten, Leute. Das gefällt mir. Das gefällt mir ganz gut. So, fertig. Was erntest du denn da immer ab? Kartoffeln. Ach so. Ja, und ich baue es auch gleich wieder an. Dann bleiben ja einige über. Immer. Wahnsinn. Alter, ich bin hier sowas von chaotisch. Weißt du, das ist der Tisch, der dich K.O. haut. Der K.O. Chaotisch. Genau, ja. So wieder. Radierer. Nö, den einen da, den Fisch. Fisch, sag ich. Was rede ich da? Der Majestätisch, meinst du? Genau. Ja. Also es gibt ja auch den Hypothetisch, ne? Das ist der Tisch an theoretisch, den theoretisch habe ich gemeint. Das ja theoretisch, das ist Theo das Reh. Theo der das hat Reh, ja. Tisch. Das hat diesen Tisch. Aber dann gibt es ja auch noch dann gibt es ja auch noch den Hypothetisch. Das ist der Hypothetisch, an dem die Hippos, also die Nilpferde ihren Tee trinken. Ah, da kann ich noch weiter. Ja. Eigentlich kann ich hier auch
anbauen. So, mal schönes Wetter machen. Geht das eigentlich? Nö, das geht ja gar nicht. Nö, das geht gar nicht. Egal jetzt. So. Hühnchen. So, meine ganzen Kartoffeln hier rein. Schon wieder eine stinkende. Soll ich jetzt mal in die Nieder gehen, müde wie ich bin? Ich habe so viele Kartoffeln, Leute. Wie bitte? Kannst du gerne machen. Tag müde in den Nether. Ob das eine Empfehlung ist. Ja. So! Ich könnte auch in die Höhlen gehen. Das ist genauso gut. Also irgendwas von dem muss ich jetzt tun. Oder ins Bett. Ich muss mal Eisen holen. Ich habe aber keine Goldklamotte, also müsste ich mir mal erstmal eine machen, wenn ich in den Nether gehen sollte. Warum? Du Peter. Peter. Ich will nicht erschossen werden, nein. Jetzt rede ich schon wie Horsti. Jetzt rede ich schon wie Horsti. Ja, er wird, man wird einfach leider Gottes so viel beschissen im Leben. In Minecraft. Beschossen. Hä, was habe ich denn da drin jetzt? Irgendwas habe ich da drin? Nö, gar nicht. Ja, ich brauche hier wieder Kohle drin. Also ich werde einmal kurz in den Nether gehen. Und ich brauche erstmal was Goldenes. So, komm mal her. So, da unten haben wir. Ich habe leider nirgendwo was Goldenes gefunden auf meinen Reisen. Also insofern. So, Kohle hole ich mir noch. Ja, liebe Leute, das war's aber mit dieser. Ich schätze mal, für mich war's das mit dieser Aufnahmesitzung jetzt auch. Ja. Bei mir auch. Würde ich einmal sagen. Ich werde mir noch Kohle. Warte mal, wo habe ich denn die Kohle dahin jetzt da? Ich werde mir noch eine Stack Kohle auf die Hand geben. Fertig, passt. Habe noch 2,5 Stacks fast. Gut. Dann gehe ich in mein Hütchen rein. Honk, machst du dann weiter oder ist alleine nicht so? Oder bist du noch mit Alphons? Alphons bleibt ja auch noch. Bist du noch da? Ja, ja. Also, und du bleibst auch noch oder wie? Naja, ich würde jetzt nicht mehr so lange bleiben, weil ich muss. Wann muss ich aufstehen? Ja, so kurz nach um 8. Okay. Ja, nö, dann passt das auch. Dann machen wir jetzt Feierabend. Ja, hallo. Liebe Leute, dann tut es mir leid, dass es kein Abenteuer jetzt erstmal mehr gibt. Aber das war heute auch wirklich lang genug. Es war eine eher ruhige und beschauliche Sitzung mit vielen Abstürzen. Ja, vielen Abstürzen, ja. Genau, ja. Ich habe 7, 8 oder 9, weiß nicht wie viele, ich habe bei 8 aufgehört zu zählen. Okay. Ja. Ich schäme mich dafür nicht, weil es war nicht meine Schuld. Also, nö, überhaupt nicht. Nö, Leute. Ich habe mein Bestes getan, um diesen Server zum Laufen zu kriegen. Perfekt. Er hat halt nicht seine Pflicht getan. Uh-huh. Und bis zum nächsten Mal werde ich ganz einfach auch mal gucken, ob ich das noch irgendwie optimieren kann oder so. Super Arbeit geleistet. Super Arbeit geleistet, ja. Lieber Honk, mit dem Server. Ja, allgemein super am Stand gebracht. Ansonsten gucke ich mal aus, wo die besten und günstigsten Minecraft-Server zu mieten sind. Ja. Und dann können wir das ja mal überlegen, dass wir uns da vielleicht was anmieten. Ja. 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 Na gut, dann liebe Leute, auch an mein Publikum, an dem Publikum von Chaos und an dem Publikum vom Honk. Dankeschön, es war meine Ehre für euch, der besoffene Horst gewesen zu sein. Haha, wie der Honk immer so schön verabschiedet. Nö, ich verabschiede mich auf meine Art. Macht das gut, Leidl, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Aufnahmesitzung irgendwann einmal im November. Könnte passieren. Weiß ich jetzt nicht. Wir haben ja jetzt ein paar Stunden und die müssen abgearbeitet werden. Genau, ja. Wurde auch schon gefragt, ob ich vielleicht längere Folgen machen will, aber das lohnt einfach nicht, weil die Verarbeitung dauert genauso lange. Es wird zwar schneller dann abgearbeitet, das Material, aber es ist ineffizient, sagen wir es mal. Ja, und Honk, rufen wir uns zusammen wegen Satisfactory? Ja, das machen wir. Also da, sobald ich aus dem Wochenende zurück bin, können wir darüber nachdenken. Dann werde ich das kurz mal testen, wie das Ganze läuft und was es da Neues gibt. Und dann sage ich dir, wann ein Termin ist. Ja, und ich spiele schon mal an ein bisschen. Alleine halt vorerst einmal, nur so privat für mich. Ja, versuch es und schau dir auch ein paar von den Videos an, die ich so gemacht habe. Da kannst du nämlich viel draus lernen. Dann werde ich mir deine ersten Videos anschauen. Ja, das wäre mit Sicherheit zu empfehlen. Es ist wirklich ein Spiel, wo man sehr viel Hirnschmalz aufwenden muss, Kollege. Okay. Spaß. Was wird denn Spaß? Also, ich hüpfe auf dem Bett.
Ich hüpfe auf dem Bett. Ja, ich auch. Ich zeige ins richtige Machen Bett. Wir alle jetzt. Machen wir alle. Ja. Und zack. Jawohl, Bett hüpfen. Jawohl, wir hüpfen am Bett herum. Das Wetter wird schlecht. Das Wetter wird schlecht. Jawohl. Wir können schlafen. Noch schnell. So, liebe Leute, das wäre ein super Screenshot. Wer schläft nicht? Ich bin schon im Bett. Ah, Weder wurde auf klar geändert. Okay, alles klar. So, liebe Leute, Dankeschön fürs Zuschauen an alle. Keosh, Kevin wollte ich jetzt sagen. Keosh ist Kevin. Keosh, Kevin. Alphons, Honk und ja. Dankeschön, dass ihr... War mir eine Freude auch, Leute. War mir eine Freude, perfekt. Ciao. Jo, ciao.